Das ist Musicus Singularius. Er liebt seine E-Gitarre. Aber er hat leider keine Band. Und auch zu Playbacks spielt er nicht gerne. Also macht er immer die gleichen langweiligen Übungen, einzelne Töne auf der Gitarre. Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es All-in-One-Rock-Guitar-Solos. In diesem Buch lernt ihr Akkorde, Rhythmus und Melodie gleichzeitig auf der E-Gitarre spielen, ohne dass ihr eine Band braucht. Und das ist die Lösung für den Musicus Singularius. Das sind Solostücke für E-Gitarre, die ich geschrieben habe, im Stile von Hendrix, Clapton, Blackmore. Natürlich nicht nachgespielte Soli und schon gar keine Einzelnoten-Soli, sondern man hat dort auch Akkorde und Improvisationen gemischt. Und der große Vorteil bei dem Buch ist, dass man die Stücke alleine spielen kann, zum Beispiel auch als Vorspielstück, wenn man jetzt Musikunterricht hat und dann ist man ein Vorspielen, wo man eben zeigt, was man kann mit den anderen Schülern, die der Lehrer vielleicht noch hat. Und dann kann man dann eben diese Stücke vorspielen, ohne dass man ein Playback braucht oder dass eine Band da sein muss, die dann den E-Gitarristen begleitet. Und ich zeige euch mal das Stück Voodoo Lounge, das im Stile des Hendrix gehalten ist. Jimi Hendrix hat ja ein Stück Voodoo Child, das den Akkord E7 Kreuz 9 sehr oft benutzt, der dann deswegen vielleicht sogar als Hendrix-Akkord in die Rockgeschichte einging. Hendrix hat den Akkord nicht erfunden, aber durch dieses Stück ist das natürlich sehr bekannt geworden. Und meine Komposition Voodoo Lounge aus dem Buch All-in-One Rock Guitar Solos ist dann ein Stück, das auch diesen E7 Kreuz 9 Akkord sehr oft benutzt. Der wird gespielt mit Palm Mute auf der tiefen E-Seite und dann wird der Akkord durchgeschlagen, ohne dass das abgedämpft wird. Und dann kommt ein kleiner Lick im zweiten Takt. Das sieht man hier ganz schön, hier wird das Bending, wird aufgeschrieben in der Tabulatur. Oben sieht man durch das Dach, dass ein Bending ist und hier sieht man auch, dass ein Ganzton, hier steht Full für Ganzton, dass es dann hochgezogen wird und dann eben auch alles mit Abschlag gespielt wird. All diese Informationen sind in dem Buch enthalten, auch mit welchen Fingern der Akkord gegriffen wird. Wenn man wissen will, welche Finger gerade spielen von der linken Hand, dann muss man in den Noten schauen. Viele Rockgitarristen lesen keine Noten, das muss man auch nicht zwangsläufig. Trotzdem lohnt der Blick in die Notenzeile, denn dort steht auch der Rhythmus. Hier steht, dass es Achtelnoten sind oder dass es mal etwas länger dauert wie diese Viertelnoten hier. Das ist natürlich wichtig. Und bei dem Buch gibt es eine CD. Da kann man sich natürlich anhören, wie es gespielt wird, wie es klingen soll. Und das ist natürlich der wichtigste Anhaltspunkt. Diese Einspielungen auf der CD kann man dann sich zum Beispiel auch auf den Rechner laden und langsamer abhören. Es gibt ja heutzutage alle möglichen Programme, mit denen man Dinge langsamer abspielen kann. Das ist ein großer Vorteil, dass man das dann eben anhören kann und dann auch die Information hat, wie es denn letztendlich klingen soll. Und dann kommt im dritten Takt wieder dasselbe wie im ersten Takt. Dann kommt dieser Lick nochmal, etwas schneller und ein Slide in den siebten Bund mit Vibrato. Vibrato ist auch sehr wichtig. Gerade am Ende eines Tons, wenn man ein Vibrato macht, klingt das viel schöner, als wenn man den Ton einfach nur verebben lassen würde. Wie man die Saiten dämpft, wie man genau Vibrato macht, all das findet ihr ja in meinen Lehrbüchern, zum Beispiel Let's Rock. Aber das hier ist eben eine Sammlung von Solostücken, bei denen das jetzt nicht erklärt wird. Das wird dann schon vorausgesetzt, dass man weiß, wie man ein Vibrato macht. Wer das nicht weiß, der kann ja erstmal Let's Rock durchspielen und dann an diese Stücke hier gehen. Ja, das ist quasi der erste Teil, der eben so klingt dann, wenn man ihn komplett spielt. Dann kommt der zweite Teil des Songs, der mit Palm Mute gespielt wird und Ab- und Aufschläge gemischt beinhaltet. Musik.
Wiederholung. Das ist ganz interessant, das ist, man schlägt die tiefe E-Seite an und dann kommt ein Slide vom 12. Bund abwärts, um dem Thema, was dann wieder kommt, mehr Spannung zu verleihen, dass man merkt, da kommt jetzt was. Also ihr habt den Schluss in Takt 16, das ist hier dieser Takt, da sieht man, hier wird Palmmute gespielt am Anfang und dann habt ihr die letzten beiden Töne ohne Palmmute und dann kommt dieser lange, lange Slide auf die Wiederholung des ersten Teils des Songs. Ich spiele mal diesen Takt ganz langsam vor. Es gibt dann quasi eine Art von Ausrufezeichen hinter diesem zweiten Teil und eine Überleitung in den nächsten Teil. Ich mach's mal im Tempo. 1, 2, 3, 4. So geht das Stück Voodoo Lounge. Und dann habt ihr natürlich auch die anderen Werke und die könnt ihr jetzt mal kurz als kleinen Ausschnitt hören. Und wer dann alles hören möchte, der kann sich ja das Buch All-in-One Rock Guitar Solos besorgen. We'll be right back.
Habt ihr Lust bekommen auf All-in-One Gitarre-Solos? Dann spielt All-in-One Rock Gitarre-Solos. Das Buch ist erhältlich bei Acoustic Music Books oder auf meiner Homepage www.autsprach.de. Und wer dann nach dem Durcharbeiten dieses Stücks noch Hunger hat auf mehr, der muss auch nicht verzweifeln, denn es gibt All-in-One Blues. Dieses Buch hat auch das gleiche Konzept, All-in-One. Man kann Melodie, Rhythmus und Akkorde gleichzeitig bedienen und diesmal ist das Kapitel Blues an der Reihe. Und der große Vorteil bei dem Bluesbuch ist, das kann man auf E-Gitarre und auf Akustikgitarre spielen. Und das wäre dann vielleicht der nächste Schritt nach dem Durcharbeiten von All-in-One Rock. Und in Planung ist noch mehr. Aufgrund des großen Erfolges gibt's bald vielleicht auch All-in-One Funk und All-in-One Metal. Ja, Mensch, dann sehen wir uns bald wieder. Vielleicht schaut ihr mal meine Homepage an, www.autsprach.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Das war der Peter Autsprach.